Wie lange hält eine 6 Euro teure Zahnpasta? Ich werde des Öfteren gefragt, ob ich auch eine günstige Zahnpasta empfehlen kann. Für mich als Zahnärztin ist natürlich immer wichtig, dass es eine gute Zahnpasta ist und auch eine, die gut wirkt. Deswegen empfehle ich immer Zahnpasten unabhängig vom Preis, die ich für gut befinde. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn einige nach einer günstigeren Alternative fragen. Aber ich habe mich daraufhin mal gefragt, wie lange hält so eine Zahnpasta überhaupt? Ich benutze immer verschiedene Zahnpasten. Deswegen habe ich mal meinen Freund gebeten, der immer eine Zahnpasta verwendet, mal aufzuschreiben, wie lange die bei ihm hält. Diese Packung hier hat er am 24. Dezember 2022 gestartet und auch wirklich aufgeschnitten und bis zum letzten Rest ausgenutzt. Und dann hat er am 29. April 2023 eine neue Packung begonnen und die hat dann bis zum 13. August 2023 gehalten. Das heißt, jedes Mal hat sie ungefähr 4 Monate gehalten. Diese Zahnpasta kostet in der Drogerie zwischen 5 und 6 Euro. Das heißt, pro Monat zwischen 1,25 € und 1,50 €. Damit habt ihr mal ein Gefühl dafür, wie viel ihr in eure Zähne investiert, wenn ihr so eine teure, aber gute Zahnpasta kauft. Und für mehr Zahnpflegetipps, macht das bloß weg!